Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Mega Aquarium. Wir haben den Laden im Grunde das letzte Mal abgeschlossen und es wartet ja jetzt im Grunde dann der nächste Laden auf uns. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz noch schauen, wie komme ich dann weiter? Ich glaube hier, ne? Hat geöffnet, öffnen, schließen. Oh, ich glaube, muss man da auf neues Spiel gehen? Ah, Northwoods, da. Da läuft's hin. Okay. Schauen wir mal, wenn sie dieses Spiel laden, gehen sämtliche nicht gespeicherten Fortschritte. Ja, ja, mach. Mach ruhig. Northwoods, gehen wir jetzt. Sie wurden damit beauftragt, einem alten Aquarium zu neuer Größe zu verhelfen. Das Aquarium enthält bereits einige Becken, Dekorationen und sogar einige Fische. Das Aquarium besitzt zwar eine einträgliche Einnahmequelle für Ökologiepunkte, diese dienen aber nur dem Freischalten neuer Tiere. Um andere Dinge freizuschalten, benötigen sie Wissenschaftspunkte. Oh. Wissenschaftspunkte dienen dem Freischalten neuer Ausrüstung, neuer Becken und neuer Einrichtungen für ihre Gäste. Beide Typen von Punkten sind für ein erfolgreich geführtes Aquarium unerlässlich. Stellen Sie sicher, dass ihnen immer ein ausreichender Nachschub an Punkten zur Verfügung steht. Okay. Wir sind ja auf Pause. Jetzt muss ich mich bloß wieder umgewöhnen an die Steuerung. Weil ja jedes immer ein bisschen anders gesteuert ist. Okay, also wir haben auf jeden Fall hier die Aquarien. Ah, okay. Die haben das jetzt halt so gemacht, dass man quasi von vorne die Aquarien sieht. Und dann aber als Raum. Ja, das ist cool. Das ist cool. So, kombiniere Wissenschaftspunkte aller Tiere. Okay, schauen wir mal. Was haben wir denn da? Muss ich irgendwas... errichten Sie eine Werkzeugstation zum Rotieren, Mausrad bewegen? Moment, Werkzeugstation, die haben wir ja da. Ah, da haben wir jetzt auch Spendermuscheln. Haben wir jetzt da noch mit drin. Gut, die würde ich halt dann in die Räume stellen irgendwie, oder? Dass man da einen hinpackt. Dort einen und natürlich auch hier in den Raum. Dann hätte jeder Raum seine Werkzeugstation. Werben Sie mindestens ein Personalmitglied an. Mindestens eins. 4 Stück haben wir zur Auswahl. Wir machen einfach füttern, reparieren. Ja, keine Ahnung, was man da nehmen soll. Ich werbe einfach mal alle an. Und fertig, das soll ja laufen hier, ne? Eröffnen Sie Ihr Aquarium und kombinieren. Ja. Moment, wo haben wir das dann? Mit den Wissenschafts. Oh, einfache Heizung und kraftvolle Heizung. Die Mini-Kombi hält ja 6 Tage, ne? Die Dinger aber auch. Wahrscheinlich brauchen wir das für spezielle Fische oder sowas. So, wir haben. Oh. Zebramuräne. Wow. Dekomäßig haben wir jetzt auch Geröll. Aha. Da haben wir das neue Futter. Da haben wir eine Bank. Da haben wir Wände und Türen. Okay. Wie schaut's aus hier mit den Aquarien? Ach, lass halt einfach mal laufen. So. Schließen Sie zuerst die anderen Tiere ab, die anderen Ziele ab. Okay. Dann habe ich da irgendwas nicht richtig verstanden. Kombiniere Wissenschaftspunkte. Okay. Bestücke dein Aquarium mit weiteren Tieren, bis der Gesamtwert aller Becken 40 beträgt. Ach so. Weil hier ist ja zum Beispiel kein Fisch drin. Und hier auch nicht. Da sind anscheinend welche drin, weil sonst wäre hier nicht das Futtersymbol. Also gucken wir mal. Wir haben zum einen den Königsfeenbarsch. Der braucht normales Futter. Den würde ich dann... Warte mal, mach ich... Ja, ist egal, weil da steht ja eh schon eine Box. Dann stelle ich halt... Jawohl, stelle ich da noch eine rote Box mit rein, oder? Ey, komm. So, haben wir hier schon mal 24. Ich weiß jetzt nicht, sind die... Die sind schon okay, ne? So, dann stelle ich aber auch gleich die Spendermuscheln dahin. So. Sieht man zwar jetzt halt nicht in der Ecke, ne? Aber... Oh, da kommt man dann da nicht hin, ne?
kommt man dann da nicht hin? Das ist dann auch blöd. Dann muss ich den Spender hier hinpacken. Und wir müssen die Fische hier rüber tun. Zum Glück geht es so easy. Hier. Zum Glück geht es so easy, ja. Okay, und dann packen wir hier quasi die anderen Fische noch rein. Diese Zebra-Muräne. Die bringt gleich 20 Punkte, die nimmt aber auch 4 bis 9 Platz weg, ne? Okay, sie haben soeben ihre erste Zebra-Muräne platziert. Jo, hab ich. Die Zebra-Muräne ist zwar am Anfang noch sehr klein, wird aber im Laufe der Zeit ziemlich groß. Große ausgewachsene Tiere sind zwar mehr Punkte wert, sie müssen aber auch ihre Pflegeanforderungen erfüllen, um sicherzustellen, dass ihnen das Becken genug Platz zum Wachsen bietet. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Wachstumszeitsymbol, um herauszufinden, wie viele Tage das Wachstum dauert und welche Größe Sie am Ende erwartet. Ja, haben wir hier, ne? 4 bis 9. Also wird bis zu 9 groß. Sprich, würde ich jetzt den hier noch reinsetzen, wäre es bescheuert. Also wäre schwierig, weil irgendwann ist das zu groß, das Tierchen. Da bräuchte ich eigentlich so ein doppelt großes Becken. So, was ist jetzt da? Dieses Becken benötigt mindestens 2. Ach so, 2 solche Dinger hier. Moment. Und 3 Punkte hat so ein Teil. Also können wir das hier rein tun. Eine geringe Wasserqualität reduziert die Gesundheit der Tiere. Moment. Mal ein bisschen näher ran, ne? Entfernen Sie einige der Tiere oder sorgen Sie für eine zusätzliche Filterung. Was haben wir da? Da haben wir den kombinierten Filter. Okay, warte mal, dann... Halt, wo warst du? Da. 36. Ja gut, warte mal, dann schmeiße ich halt hier einen der Fische wieder raus. Wie kann man den nochmal verkaufen? Ich glaube mit dem Bagger. Ja. Gut. Dann passt es auch. Dann haben wir jetzt halt hier die Werte eigentlich alle gut. Na dann, zum Öffnen klicken. Jawohl, gute Arbeit. Das Aquarium ist jetzt neu befüllt und hat seine Tore erneut für Zuschauer geöffnet. Wie Ihnen zweifellos bereits aufgefallen ist, sind alle Becken hier in North Woods in die Wand eingearbeitet. Man nennt sie daher auch schlicht und einfach Wandbecken. Ein nicht sehr einfallsreicher Name, ich weiß. Wandbecken werden auf der einen Seite von Gästen betrachtet und auf der anderen vom Personal gewartet. Auf diese Weise können sie ihre Ausrüstung hinter verschlossenen Türen verstecken und da wir gerade von Türen sprechen, die Personaltür lässt nur Personal passieren, während Gäste nicht weiterkommen. Praktisch, oder? All dies ist deshalb wichtig, weil Gäste ab Rang 3 von Ihnen erwarten, dass Sie Ihre Ausrüstung angemessen verbergen, sonst beschweren Sie sich. Ihr nächstes Ziel besteht darin, Ihr eigenes Wandbecken zu errichten und zwar so, dass es den Zielvorgaben entspricht. Alles klar, wir haben eine Größe 3x3. Oh. Ja, keine Ahnung, das ist, ich würde jetzt halt, was ist das? Gierig frisst für seine Größe 33% mehr Nahrung und er zeigt 33% mehr Abfallprodukte. Super. Was ist mit dem hier? Abneigung gegen Artgenossen kann nicht zusammen mit anderen Exemplaren der Spezies Flammenzwerg-Kaiserfisch untergebracht werden. Das heißt, den müsste ich mit einem anderen Fisch zusammenpacken. Ja, wäre jetzt halt auch nicht so schlimm, ne? Gehen wir mal auf den in der Forschung. So, das heißt, wir machen mal ein... Oh, Wandbecken. Oh. Okay. Kraftvolle Kombi, würde ich sagen. Jawohl. So, jetzt lasst mich doch mal machen hier. Wir brauchen ein Becken. Das bitte drehen. Genau. So hindrehen.
Und da wir ja einiges an Platz brauchen. Ja, genau, machen wir so. Dann brauchen wir natürlich eine Wand. Super, wenn die dann immer da reinlaufen, ne? Jetzt muss ich nämlich schauen, dass erst einmal die Troller hier wieder rausgeht. Vielleicht kann ich dann mal ganz kurz auf Pause machen. Geh raus. Oh Mann. Ja, und schon kommt der nächste hier, oder? Nein, gut. So, Pause. Also, letzte. Zack, machen wir nämlich dahin und dann setzen wir natürlich die Tür. Nein, falsch. Hier. Die Personaltür setzen wir hier rein. Wunderbar, dann kann es nämlich jetzt auch wieder laufen. Wir brauchen für das Aquarium Ausgang Wasserquellen, Ausgang Hitze, Gäste haben keinen Zutritt. Okay. Warten wir doch mal, bis die bessere Kombi aufgebaut ist, oder? Oder machen wir mal die Mini-Kombi, ist ja egal. Machen wir mal die Mini-Kombi. Wir setzen hier auch nochmal einen Werkzeugtisch rein. So, und je nachdem, was ich jetzt hier für einen Fisch reinsetze. Was haben wir eigentlich? Wir haben, glaube ich, wo kann ich das nochmal sehen? Fischemäßig? Hier. Ne, aber ich sehe nicht welche, ne? Aufgaben ein ausblenden, Warnungen ein ausblenden. Achso, Punkteblasen, die können wir ja gerne lassen, das ist egal. Ah, da sehen wir es, was wir haben. Ein kleines bisschen kann man es schieben, das finde ich nicht schlecht. So, wir haben die Segeldingsbums hier. Wir haben hier diese Riffbarsche, wir haben die Moräne. Okay, eigentlich könnte man zum Beispiel den Königs-Salomon reintun. Oder den karibischen Halsband-Dingsbums. Was ist mit dem? Achso, Abneigung gegen Licht. Nee, dann nehmen wir den da. Ja, ich hoffe mal, dass das passt. Ich mache halt einfach mal so viele. Ja, ausreichend Wasserqualität. Jetzt müssen wir nur mal schauen. 1823. Dieses Becken wird nicht genug erhitzt. Fügen Sie eine Heizung hinzu, um die Gesundheit seiner Bewohner nicht zu gefährden. Okay, kann ich dann hier vielleicht nochmal so eine Kombi mit dazu machen? Ah, gut. Das hat sogar gepasst. Naja, dann passt ja. Gut gemacht. Die nächste Phase des Aquariums Aquariumserweiterung liegt jetzt bei Ihnen. Da Sie für eine Erweiterung über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen müssen, sollten Sie gut auf Ihren Cashflow achten. Diese können Sie einsehen, indem Sie auf Ihre aktuellen finanziellen Mittel klicken, also da unten drauf einfach. Sobald Ihr Aquarium eine moderate Größe erreicht hat, melde ich mich wieder bei Ihnen. Viel Glück. Na, danke. So, wie machen wir das? 9760, ja, ist kein Thema. Ich würde sagen, wir machen, ne? Also wenn wir hier schon so die Möglichkeit haben, machen wir doch da mal so einen Weg mit rein und setzen dann, so wie ich es bei dem anderen im Grunde gemacht habe, ne? Warte mal, da kannst du auch bis dahin gehen, oder? Nee, lass mal das als Gang. Das kann ruhig jetzt so bleiben. So. Dann brauchen wir natürlich. Oh, das finde ich interessant hier. Schauen wir mal, wie sich das vergrößert. Aha. Wenn ich es dann so mache und hier in die Mitte, also im Grunde hier so, könnte man schon machen, ne? Dann hätten wir da ein Becken.
Wir können mal kurz eine Wand hier ziehen, dass hier keiner reinkommt. Ist ja auch nicht schlecht. Weil im Grunde kann das ja jetzt weiterlaufen. Dann machen wir... Oh, stimmt. Ich muss das Ding ja auch... Ich muss das ja auch bewirtschaften können, ne? Also insofern kann ich dann nur... wie kann ich dich drehen? Das hat bloß gerade umgeschalten, war das Problem jetzt. Okay, dann muss ich das quasi so machen. Zack. Wir können eine Wand hier hin machen, wo dann die Tür ist. Oder hier die Tür, das ist egal. Machen wir allerdings die Tür dahin. Müde? Oh, warte mal, dann machen wir doch mal ganz kurz noch Pause. Dann beschaffen wir den Leuten mal hier so ein bisschen eine Bank. Boah, ist bloß die Frage wieder, wohin, ne? Machen wir mal da eine hin, machen wir mal dort eine hin. Dann haben sie auf jeden Fall schon mal zwei. Und hier würde ich sagen, machen wir zwei Bänke hier direkt davor. Und dann machen wir da hinten noch ein Becken hin. So. Denen fehlt aber noch ein bisschen Grün, ne? Fällt mir gerade so ein. Seegras. Mögt ihr Seegras? Ich glaube, das ist okay. Kleine Felsen packen wir da vorne hin. Und dann haben wir hier noch so ein Büschel, was wir da hinten hin machen. Ach komm, was soll's. Gleich nochmal eins rein. Dann ist das doch gut. Ja. So, dann kommen da hinten... Warte mal, wie lang? Na gut, die braucht noch eine Zeit lang. Das kann ich ja dann später austauschen. Dann kommt da hinten jetzt mal so ein Ding hin. Und meine Fischliste ist hier. Probleme, Tiere, alles. Ah, okay. Wenn ich Becken, wenn ich nur alles mache, nee. Hä? Ach so, und da habe ich dann alle zwei Tage. Tage bis zum Wachstum verringert sich jeden Tag, für den alle Anforderungen erfüllt sind. Alles klar. Ja, das Tier frischt Muscheln. Ach so, okay, wenn ich Becken ausgewählt habe, kann ich alles gucken oder Probleme. Und wenn ich bei Tiere gucke, kann ich entweder Probleme oder alles. Also dann habe ich die einzelnen und so habe ich es nach Becken sortiert. Alles klar. So, welches Getier haben wir denn noch nicht? Die Königsdingsbums? Was war das da? Königsfeenbarsch. Okay. Wir haben dann hier den Adabra Dingsbums Zwergenbarsch. Wir haben nochmal da eine Muräne. Könnte man nicht die Muräne umsiedeln, dass wir die in das große Becken reintun? Wäre auch eine Möglichkeit, ne? So, den karibischen Halsband-Dingsbums haben wir auch noch nicht. Wenn ich den jetzt allerdings reinmache, weiß ich nicht. Ach so, da kann ich nur keine Beckenlichter reinmachen. Aber insofern würde das dann schon gehen, ne? Zu niedrige Wassertemperatur, um nichts zu verstecken. So, das heißt, wir machen nochmal so eine Mini-Kombi mit hin. Dann passt nämlich das da. Dann braucht man ein Versteck. Das Versteck tun wir natürlich hier hinten hin. Dann machen wir mal hier noch so ein bisschen Salat. Und vielleicht mal in dem Fall ein bisschen Geröll.
C-Class kann man da noch hinpacken. Ja, ich packe das halt voll, ne? Je mehr Punkte, desto mehr. Warte mal, dann machen wir da hinten noch Geröll hin. Und dann passt es schon. Und dann tun wir... Warte mal, du warst ja friedlich, ne? Okay, ich denke mal, das ist... Au! Oh, da haben wir dann... Ah, oh, okay. Oh, ah, hi. Dann machen wir das noch mit rein, dann passt das nämlich. Orangene Pellets. Alles klar. Die orangenen Pellets tun wir dahin. Und Werkbank tun wir direkt daneben. Oder dahin. Nehmen wir es dahin. So. Dann können wir mit dem Baggerlacker hier die Wände erst einmal wegmachen. Dann ist nämlich schon mal das hier schon mal gut. So, lass mal laufen. Ja, finde ich nice. Und die Dinger waren natürlich immer größer. Ha. Jawohl, du fütterst die wunderschön. Wunderbar. Und wenn wir die hier erkundet haben, hier diese Korallenzackenbarsche, die setzen wir dann ins nächste. So, aber wir machen jetzt mal ein normales Wandbecken, also was jetzt da bis zur Wand geht. Oh, und das kann ich viel lang machen, das ist cool. Nein, hier. Zack. Dann brauchen wir Mini-Dingsbums. Wir brauchen Werkzeugtisch. Wir brauchen für diesen Fisch Muscheln. So, was hat es? 18 bis 20 Grad. Und halt. Mal alles zu. Zumachen. Und der braucht. Keine Ahnung, wie viel. Er braucht halt ein bisschen, ne? Sehe ich dann schon, wenn ich den reinsetze. Ah, er ist eh gleich fertig. So wie es ausschaut. Jawohl, Hammer. Nächstes Projekt erforschen. Bist dann du? Sie haben soeben den Korallenzackenbarsch freigeschaltet. Sehen wir ihn uns an. Der Korallenzackenbarsch besitzt eine Reihe von Pflegeanforderungen, die Ihnen bisher noch unbekannt sind. Es handelt sich um ein gieriges Tier. Das bedeutet, dass Sie im Vergleich zu anderen Tieren mehr fressen und stärker zu einer schlechteren Wasserqualität beitragen. Ihre Abneigung gegen Artgenossen bedeutet, dass nur ein Exemplar dieser Spezies pro Becken gehalten werden kann. Schließlich besteht die Chance, dass Sie Fische und Krebstiere vertilgen, die kleiner sind als Sie selbst. Bewegen Sie die Maus über das Warnsymbol, um mehr zu erfahren. Alles klar. So, wo bist du? Korallenzackenbarsch. Rein mit dir. Dann gucken wir mal. Also, du brauchst mehr Heizung. Du brauchst was zum Versteckerlinsen. Oh, da kommen aber Punkte rein hier. Uhu. Dann machen wir... Oh, Pumpen. Sie haben bei Ihrer letzten Erweiterung... Achso, sehe auf Pause. Beeindruckende Arbeit geleistet, damit... Haben Sie bewiesen, dass Sie für noch fortschrittlichere Aquariumstechniken bereit sind? Lassen Sie uns daher über Pumpen reden. Pumpen erlauben es Ihnen, Ihre Ausrüstung weiter weg von Ihren Becken zu platzieren. Sie bringen Ihre Heizungen, Filter und so weiter nicht mehr an Ihren Becken, sondern an Ihren Pumpen an, die mehrere Felder weit entfernt liegen. Oh, das ist cool. Demonstrieren Sie Ihre Pumpenkenntnisse, indem Sie eine Pumpenbeckenkonstruktion entsprechend Ihrer Zielvorgaben errichten. Alles klar, das machen wir doch. So, vorher haue ich dem aber noch das Zeug rein. Jetzt ist nur die Frage, du kannst doch mit anderen fischen.
Da wäre jetzt nur die Frage, für welchen Fisch würde ich mich jetzt entscheiden? Auf jeden Fall nicht für einen Schisserling, sondern für einen ganz normalen. Königsfeenbarsch. Wie ist denn das mit dem Königsfeenbarsch? Kann ich hier irgendwo auch infofenstermäßig was haben? Mach mal zu. Okay. Ja, ich möchte wissen, welche Temperatur. Königsfeenbarsch. Wo seid ihr? Wie viel Temperatur hat denn das Becken? Warte mal, das da kann man ja eingeschalten lassen. Hm. Ist jetzt die Frage, ich probiere es jetzt einfach mal. Notfalls verkaufe ich dann wieder. Okay. Ich denke, das ist gut. Oh, ich denke, das ist gut. Können wir vielleicht noch einen Salatkopf mit reinmachen? Schon, ne? So, allerdings die Feen-Dingsbums-Barsche hier, die brauchen das orangene Futter, ne? Das heißt, wir stellen noch eine Box mit dem orangenen Futter hin. Sicher ist sicher. So, wie viel haben wir denn da noch drin? Wird es nicht eingeblendet? 200 von 200. 200 von 200. Hatte ich da nochmal so eine Box? Nee. Keine Ahnung, normalerweise nehmen die doch da was raus, ne? Blub, 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 blub. Das ist gut. Gut, gut. So, errichten Sie ein Becken mit. Die einfache Pumpe soll man freischalten. Ja gut, das kommt dann. Also ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Durchgang hin. Wir erweitern mal das Ganze. Und zwar machen wir den kompletten Gang. Weil das wäre so eng hier, ne? Dann machen wir hier vielleicht. Wie viel kostet mich das? 910. 1000. Mach mal. Mach mal. So, zu ist. Keiner kommt rein. Lagunenbecken, ja, Alter. Aber Lagunen. Ach so, ja, da ist ja dann Pumpen und so weiter müssen ja dann etwas weiter wegstehen. Ah, okay. Ich kann das breiter machen. Ich würde aber sagen, ich lasse es so, weil dann sind auf jeder Seite zwei Plätze. Und ich würde dich gerne so machen, dass du ringsherum zwei Plätze hast. Das, ich meine, wir probieren jetzt halt erst einmal rum, ne? Dann machen wir mal zack, eine Wand. Wir machen natürlich ein Mitarbeitereingänglein. So, und dann müssen wir jetzt eigentlich erst einmal warten, dass wir beliebiges Tier ausreichend Hitze. Okay, jetzt müssen wir erst einmal abwarten, dass das Ding hier freigeschalten ist, ne? Und dann, jawohl, nächstes Projekt erforschen. Wunderbar, die einfache Pumpe. Supidupi. Das heißt also, wir werden zum nächsten Mal uns mal um dieses Lagunenbecken kümmern und das Ganze mit der richtigen Pumpe und mit Fischen und so weiter versorgen, würde ich jetzt mal sagen. So, aber an sich läuft es doch ganz nice, oder? Hier, alles rot, passt doch, rot ist eine schöne Farbe. Leute, ich hoffe jedenfalls sehr, dass es euch gefallen hat. Nehmt euch doch gerne die 2 Sekunden Zeit. Lasst mir ein Like da. Lasst mir vielleicht auch einen Kommentar da, wenn ihr ein paar Sekunden mehr Zeit habt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Würde mich auch supporten, unterstützen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.